Herzlich willkommen zu den Botschaften zum Wochenende hier bei Tarotzeit. Mein Name ist Heidi und ich freue mich sehr, dass du hier bist. Ja, wir hatten ja am Anfang der Woche den zunehmenden Halbmond im Wassermann mit Trust the Universe und ich dachte, das hilft vielleicht auch noch einmal am Wochenende dem Universum zu vertrauen mit dem wunderschön gezeichneten Spirit Song Tarot, weil das diese Tierwelt und diese Symbolik doch uns auch sehr vielleicht vertrauen lässt in das Universum, in die Dinge, die da geschehen. Ja, lass uns vorab reinschauen, mit welchem Impuls wir, bevor es losgeht, überhaupt starten dürfen. Und das haben wir da. The Ten of Shells, so rum. Die 10 der Kelche. Und das ist die emotionale Erfüllung. Ja, vielleicht hast du wirklich den Impuls dir zu Herzen genommen und der am Montag schon gleich da war und hast dir über die Woche ganz vertrauensvoll, hast du dich dem Universum hier hingegeben und das wäre dann die Belohnung oder auch weiterhin, wenn du dem Universum vertraust, dass die Menschen oder Situationen oder Möglichkeiten reinkommen oder auch gehen, wie es genau richtig für dich ist, dann wirst du hier emotional belohnt. Die 10 der Kelche steht für emotionale Erfüllung, für Freude, ja, für Segen, für Reichtum im Herzen. Besser geht nicht. Okay, lass uns mal schauen, was die Tarotkarten jetzt gleich sagen. Hab viel Freude beim Anschauen und ich sag auf ins Wochenende. Auf ins Wochenende. Ja, was zeigt sich dieses Wochenende? Lass uns reinschauen in die Tarotkarten und uns hier Impulse rausziehen, die uns dann führen dürfen und begleiten über dieses Wochenende, sodass wir einfach bewusst diese Schritte tun und dann nicht überrascht sind oder wenn, dann können wir uns einfach schon in Momenten einfach stellen. Ja, was passiert dieses Wochenende? Was haben wir? The Two of Arcans haben wir hier, die 2 der Eicheln, also die 2 der Stäbe. Dann haben wir als nächstes Awakening, Renewal, Enlightenment. Da haben wir die The Judgment, die große Arkana mit Erwachen. Dann haben wir The Ace of Crystals, da haben wir das Ass der Kristalle, also das Ass der Münzen. Und wir haben The Traveler, große Arkana mit der Karte 0, Traveler, klassischen Tarot der Narr. Sehr gut. Sehr schön. Ja, wir beginnen. Das Wochenende beginnt hier mit Two of Arcans, Insight and Focus. Diese Karte, die 2 der Stäbe, würde ich sagen, mit der Inspiration unten und auch der Adler, wie er landet. Was hast du vor? Welche Pläne hast du? Schau dir mal gut an, wo du hin willst, wo du landen willst. Was gibt's hier für Einsichten oder Überblick oder Klarheiten? Und wo liegt dein Fokus, wo liegt dein Ziel, wo liegt deine Perspektive, wo willst du hin? Das ist die Karte mit den Archons, ist die Karte auch mal so zu schauen, wo will ich mich hinentscheiden, also Entscheidungskarten, auch der Willensstärke. Ja, er landet ja noch nicht, es muss jetzt noch nicht die Entscheidung getroffen sein, aber zu schauen, was habe ich für Optionen, was ist mir am liebsten, also was fokussiere ich, was hole ich mehr in mein Zentrum und was möchte ich weniger, schiebe ich raus. Feuerenergie ist natürlich, die Archons ist auch für Veränderung. Was will ich anders haben, was will ich verändern? Schöne, kraftvolle Karte zum Beginn des Wochenendes, finde ich toll. Ja, vielleicht überlegst du auch einfach, was willst du an diesem Wochenende vielleicht auch mal anders gestalten? Vielleicht in der Beziehung oder du mit dir, was hättest du denn gerne für dich? Wie hättest du denn gern allein dieses Wochenende gestaltet? Und dann haben wir die erste der beiden großen Arkanas. Hier sind ja einmal die 20 und einmal die 0. Und da haben wir den wunderschönen Pfau mit Renewal und Enlightenment.
Ja, ich würde sagen, das gibt dir vielleicht den Anstoß, die Dinge klarer zu sehen und dir bewusst zu machen. Er schaut auch nach vorne, der Pfau, in die Zukunft, wo du hin willst. Und das ist wie so eine Art Erfrischung oder Erneuerung oder Neuausrichtung und Enlightenment, dass du wie, ja, so ein, vielleicht eine Offenbarung oder ein Blitz oder eine Erleuchtung hast, was jetzt gerade dran ist für dich oder für euch aus deiner Sicht. Das finde ich passt doch sehr gut zusammen. Diese großen Arkana könnte wirklich sein, dass du mehr wahrnimmst, als dass es nur dieses Wochenende betrifft, sondern vielleicht hast du wirklich wie so ein Lichtblitz, ein Lichterscheinen, ja, eine Erleuchtung, worum geht es denn auf längere Frist? Langfristiger oder generell. Das ist Awakening ist ja wie ein Erwachen, als hättest du vorher geschlafen und da machst du Pläne und plötzlich wird es klar für dich. Du erwachst, du bist nicht mehr im Schlaf und träumst vor dich hin. Und dann haben wir die Ace of Crystals ganz schön, ne? Mit den Kristallen, mit dem Ass der Kristallen, Manifestation und Prosperity. Da gehst der Bär hier geht tatsächlich den Weg. Das ist, die Asse stehen für Neustart und ich würde sagen, hier Neustart, hier mit den Tapsen, geh diesen Schritt nach vorne, da wo du denn eigentlich hin willst. Was ist dir denn da aufgegangen? Was für ein Licht ist dir aufgegangen? Wo soll es hingehen? Also hier ist ein, wie so ein Samen setzen oder eher hier den ersten Schritt vielleicht auf diesem ganz neuen Weg zu gehen. Manifestiere. Ja, mach es zur Realität, was du vorher planst, wo du landen willst und was ist dir hier aufgegangen an Lichtblitzen, an Einsichten, an Momenten. Und dann setz es in die Realität um. Mach es real. Lebe es so. Setz es um. Und dann haben wir hier ganz spannend am Ende des Wochenendes The Traveler, Adventure and Potential. Und er springt, der Steinbock springt hier von dem einen. Ja, Blumenfeld, sage ich mal, zum anderen und dazwischen ist eine Lücke. Also da steht, ich würde sagen, du wagst den Sprung oder du kannst auch den Sprung wagen. Geh ins A, das ist ein Abenteuer, es ist etwas, was vorher noch nicht da war. Also auch hier ist der erste Schritt auf dem neuen Weg, den bist du noch nicht gegangen. Wag den Sprung mit Leichtigkeit, mit Freude. Mit Zuversicht. Auch große Arkana, das heißt, neues Abenteuer beginnt, da sind Qualitäten drin, da ist ein Potenzial drin, was du bisher noch nicht gelebt hast und das du nur leben kannst und das Abenteuer kannst du nur fühlen und nur ausdrücken, wenn du springst. Und es sieht mir nicht so aus, als ob er ins Ungewisse springt, sondern dieser Steinbock, sondern du springst auf das Neue zu, was du dir vielleicht hier ganz klar, ja, mit dem Überblick ausgemalt hast, wo dir auch wie so ein Erwachen da war, ein Aufwachen, ein Bewusstsein, was sich plötzlich zeigt. Und ja, hier der Start mit dem ersten Schritt, tatsächlich den du nach vorne gehst, indem du das genau tust, wo du hin willst, und dann mit der Leichtigkeit dieses Narren, dieses Travelers, dieses Reisenden, jetzt dich eben in den Zug setzt und dann ab ins Neue. Da fährst du jetzt hin oder du gehst da jetzt hin. Und das ist noch, ist auch prickelnd, weil es unerforscht ist. Das hast du noch nicht vielleicht erfahren. Und da liegt ein Riesenpotenzial drin. Für dich oder für euch. Was denkst du darüber? Was ist da in deinen Gedanken dabei? Ist in deinen Gedanken dabei? Was ist dir auch dabei klar? Und was ist vielleicht dir nicht klar? Ne? Was ist vielleicht noch verborgen? Oder vielleicht fühlst du es auch nur? Da haben wir, nehmen wir den. Hat sich gezeigt. Gut, lass uns schauen. Da haben wir der Ten of Shells. Wie schön. Die 10 der Muscheln, die 10 der Kelche. Und das ist genau die Karte.
wie im Intro, the Ten of Shells. Da steht Blessings und Wellbeing. Also hier ist tatsächlich der Segen auch und das Wohlbefinden und die Erfüllung. Und ja, während er hier noch auf der Suche ist, ist dir klar, wo du landen willst. Was diese Muscheln ist ja wie so ein Symbol für das, was du brauchst, um dich herum oder um dein Wohlbefinden zu garantieren. Und dir ist ganz klar, wo du hin willst und was du brauchst. Das finde ich ganz großartig, ja, ganz großartig. Schau, was sorgt für dein Wohlbefinden? Womit bist du gesegnet oder womit kannst du auch gesegnet werden oder was muss da sein, dass du dich wirklich wie im Licht und gesegnet fühlst? So, was ist hier unten im Verborgenen? Knight of Shells. Okay, da haben wir natürlich den Ritter der Kelche. Ich muss gerade mal schauen. Nee, wir haben nicht zu viele Shells. Nee, nur oben und unten. Also es beschäftigt sich sehr stark mit den Gefühlen. Sowohl im Bewussten, im Gedanken, da ist vielleicht Klarheit da oder auch der Wunsch, dich genau so zu fühlen, nämlich erfüllt und erfreut und ja, im Licht und leicht und ja, dort an dem Ort, wo du leben magst oder auch mit wem du leben magst oder in welcher Art und Weise du leben magst. Und hier im Unbewussten ist noch so ein bisschen auch wie suchen. Ne? Der Ritter der Kelche mit dem Flamingo. Ja, ich würde sagen, entweder fühlst du dich noch nicht sicher so, dass du schon angekommen bist, wäre möglich. Ich würde dir auch noch mal sagen, mit Charm und Passion, da ist also der Charme und die Leidenschaft, könnte jetzt auch sich um dein Gegenüber handeln. Vielleicht ist der sehr charmant und leidenschaftlich. Und ja, vielleicht führt es auch genau zu diesem Gefühl. Ne? Vielleicht ist es dir nicht bewusst, dass er dieser Mensch diese Qualitäten hat, die du sehr schätzt und die zu deinem Wohlgefühl dazu tun. Könnte auch sein, dass sich das jetzt erst entwickelt, weil es jetzt im Verdeckten ist. Also entweder siehst du es nicht oder es entwickelt sich erst. Könnte auch sein, dass das noch fehlt. So entweder bei dir oder bei deinem Gegenüber, wenn es sich jetzt um eine Beziehung handelt. Dass da die Leidenschaft fehlt und auch das Charmante hat ja sowas wie Leichtigkeit im Umgang miteinander. Ja, dieses Liebevolle, dieses Spielerische. Wäre möglich, dass das fehlt. Na, dass da so ein Mangelgefühl hast und der Flamingo quasi wie sucht. Wo ist das dann? Und du schaust mal, ob das wirklich da ist und ob dir das hierbei, ob du dir klar bist, wenn das jetzt fehlen sollte, oh je, das brauche ich noch für mein Wohlgefühl, weil das muss unbedingt da sein, oder ob das trotzdem für dich stimmig ist, wenn der andere das nicht hat oder du nicht fühlst. Ja, einfach mal auch diese Waage zwischen dem Außen und dem Innen. Das ist ja das Außen, also das Denken und das Bewusste und das sich klar sein darüber oder darüber nachdenken. Und auch das, was so in uns schiebt. Ne? Wie gesagt, könnte eben da sein und du siehst es noch nicht, aber es erfüllt dich trotzdem. Oder es ist eben wie der Mangel und du brauchst es, um wirklich hier wie dich gesegnet zu fühlen und im Wohlbefinden zu sein. Dann ist natürlich wichtig zu schauen, welche Schritte ins Neue wagst du hier? Was setzt du als nächsten Step? Ja, lass uns mal nach einer Guidance-Karte schauen, noch eine Unterstützung haben für dieses Wochenende. Lass uns mal schauen, ob uns da nochmal eine Karte gut tut, inspiriert. Was haben wir hier? Da haben wir The Courage. Schau mal, sie macht genau den gleichen Schritt hier
wie hier The Traveler, I leap forward in courage, genau, ne? Also nach vorne diesen Sprung wagen, diese Lücke überwinden, nach vorne gehen mit Mut. Also hier Mut. Mut, ne? Mut ist, wenn wir für etwas fürchten oder vielleicht auch wirklich Angst hochkommt und wir sagen, okay, ich mache es jetzt trotzdem und durchatmen und dann diesen Schritt wagen. Ja? Vielleicht genau der richtige Impuls für dich, hier mit Mut nach vorne zu gehen, ins Positive und genau diese Lücke, wie auf beiden Karten dargestellt ist, mit einem großen Schritt nach vorne zu überwinden. Großartig. Ganz toller Impuls. Ja, dafür wünsche ich dir ein tolles Wochenende. Alles Liebe und Gute für dich. Danke für dein Hiersein, für dein Zuschauen und Zuhören. Ja, bis ganz bald. Namaste.